Okay Leute, weiter geht's im Pokémon Smaragd. Wieder zu zweit. Wie immer. Hi. Wie immer. Und ja. Ich mach das jetzt zum zweiten Mal. Das ist fucking Kapalores. Mit Doppelteam ein ganzes Team auseinandergenommen hat. 5 Minuten hat er gebraucht, das ganze Team zu besiegen. Er kann Kapalores gerade alle ganze Team gekillt. Und ja. Dann hatte ich keinen Bock mehr, das Video zu lange zu machen, deswegen mach ich es nochmal. Ich habe jetzt Banana Fliegen beigebracht, weil gegen das kann Kapalores nicht ausrichten. Und ja, der letzte finale Kampf in dieser Hauptstory. Der Champ der Pokémon-Liga. Der ehemalige Arenaleiter von Xeneroville. Vasili. Willkommen auf TBM. Dieser Zwischenfall Xeneroville, das war Wochen der Arbeit. Wie die Krise dort beendet hast. Ups, ich war nicht fair zu behaupten, du hättest allein für die Ordnung gesorgt. Du hast die Situation gemeistert, weil du mit deinem Pokémon zusammengearbeitet hast. Der Trainer zieht Pokémon auf, indem wir ihnen Items geben und neue Techniken für den Kampf beibringen. Auch wir lernen viel von den Pokémon. Naja, ich nicht, aber egal. Dann wird deine Leistung mit einer anderen Trainer verglichen. Nun ja. Wer kann am Ende ganz hin mit seinem Pokémon tanzen? Sag es mir, hier und jetzt. Ich tanze zwar nicht, ich kämpfe nur, aber... ist ja auch egal jetzt. Ja, Vasili fordert uns zum Kampf raus. Er setzt zuerst sein zweistärkstes Pokémon ein, sein Pylord für 57. Und wir hauen einfach Donnerblitz drauf. Letztes Mal ist es draufgegangen, One Hit. Dieses Mal. Ja, bitte. Auch. So, sehr gut. Ja, und wir beim ersten Mal Aussetzer gleich nach Gyarados ein. Was für mich persönlich ein Fehler ist, denn... wir waren schlecht gegen Elektro, ein Donnerblitz ist weg. Ja. Es war ein Level über uns, aber... ja, keine Chance. Boom. So, jetzt kommt Welter. Nana! So. Mach lieber mal Zauberblatt, oder? So denn? Ja, okay. Mach, wenn's jetzt schon Surfer macht, dann machst du später auch noch Surfer. Und wir sind ja dann durch die Sonne eh schneller. So. Sonnenlicht. Sonne scheint, Chlorophyll aktiviert und mit Solarstrahl sind wir dann auch schneller. Können Wilder ganz locker killen, vierfach Schwäche. Und ja. Noch drei. Zwei davon sind okay, eins ist scheiße. So. Eins der normalen kommt, zwar sein stärkstes Pokémon, Milotic. Auf Level 58. Sollen wir Donner probieren, oder? Mach hier mal Donnerblitz, das ist sicherer. Sehr gut. Donnerblitz. Und Eisstrahl. Ja, sollte nicht allzu viel abziehen. Ja gut. Ich denke nicht, dass er mich bei Sonne einfrieren kann. Ich weiß nicht. So. Citrusbeere und nochmal Donnerblitz. Mit fairen Minutik auf den Süd. Jetzt kommt nur noch Tentoxer und... so. Ja, Tentoxer. Kein Problem. Wir hauen wieder mit. Ja, gleiches Level. Dann wieder mit Donnerblitz drauf. Könnte ihn wohl hit, obwohl... ja, fast. Sagen wir nicht fast, aber... war schon nah dran, auf jeden Fall. Matschbombe. Leben wir knapp. Aber... der Donnerblitz killt ihn jetzt.
Jetzt kommen wir auf so, wie gesagt, Pokémon. Wieder 5 Minuten. Jetzt kommt ein hässliches, fettes Kapalops. Birena hat zwar noch schon ein bisschen Schaden, ist aber egal. Kapalops kann nicht viel gegen Birena ausrichten. Ekelsam hat keine Wirkung. Gigasauger und Surfer sind nicht sehr effektiv. Und ja, fliegen. Das Einzige, was er machen kann, ist uns die Genauigkeit vermiesen. Mein Doppelteam. Und wir probieren es einfach. Und fliegen. So. Fettes Viech. Treff. Komm. Sehr gut. Naja, okay. Hm? Ich muss es schaffen. So, ich habe noch mein ganzes Team. Er hat nur noch sein dummes Kapalores, das nichts anderes machen kann mit Doppelteam. Das ist wirklich das Einzige, was er gegen uns machen kann. Und ja, wir leben mit einem KP. Das war vorher zu sehen. Machen wir schnell Zauberplatz. Und ja, jetzt sollten zweimal fliegen reichen und dann wird auch schon besiegt sein. Wenn wir zweimal treffen. Komm, treff. Ah, komm. Oh Mann. Er kann nichts anderes machen wie fliegen machen. Der macht weiter mit dem hässlichen Doppelteam. Ich glaub's nicht. Also treffen wir, gut. Noch einmal, dann heil lieber nochmal. Wer weiß, was er noch machen kann jetzt. Ja, setz Surfer ein. Das hätte uns vielleicht sogar gekillt. Egal. Wir machen nochmal Surfer. Ja, ihr seht schon 2,5 Minuten. Das war die Hälfte von seinem, vom Rest von seinem Team. Was ein hässliches Kapalores kann überleben, aber jetzt ist es endlich gekillt. Hätte ich Bananen Fliegen nicht gehabt, wäre das nicht möglich gewesen. Auf jeden Fall, ich, der Champ, wurde besiegt. Meine erstklassige Leistung. Du warst elegant, manchmal auch verzweifelt. Aber auch herrlich. Ja, dein scheiß Kapalores ist an allen schuld. Ja, auf jeden Fall erhalten wir 11.600 Pokédeuer. Und, ja, haben wir was Silly besiegt. Wir sind Champ. Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast. Manchmal wirbelten sie wie eine Frühlingsbrise. Und dann wieder schlugen sie ein wie ein Blitz. Du hast dein Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Mann, du hast mich mit deiner meisterhaften Vorstellung bezaubert. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höllenregion rufe ich dich hiermit. Und dann kommt Maike und versaut uns alles. Hilf dir, Bam! Ich muss dir unbedingt deinen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Zu spät, du dummes Kind. Und dann fällt er aus. Wie? Was? Was kann ich sein? Ist schon vorbei? Dann seht sie, dass wir ihn schon besiegt haben. Dann kommt noch gleich noch Professor Berg und gratuliert ihn. Gratuliert uns für den Sieg über den Champ. Für uns noch unseren Pokédex an. Ja. Er ist ein wenig enttäuscht, dass wir so wenig gefangen haben, aber das ist ja auch nicht das Ziel dieses Projekts. So. Hahaha, Michael. Was draußen bleiben, kannst du uns nicht weiter nerven. So, dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm schon, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. Also, erstmal heilt er uns. Und dann verewigt er uns noch in der Ruhmshalle. Also, los geht's. Erstmal speichert er. Und wenn es jetzt das Video abkackt, scheiße.
aber erstmal Mega Bolt Level 55 hat sehr geholfen. Dann Dragonfly 53. Unser Feuertod für 54. Mudguy für 55. Einmal auf 53, das nicht viel gemacht hat, und den Banana Level 52. So, das ist mein Team. Und Iron Man hat wirklich nicht viel gemacht. Ich hab's auch nicht wirklich gebraucht. Aber egal. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. 45-42 gespielt. Natürlich nicht wirklich so viel. Aber ja, mit Speed geht eben auch die Zeit ein bisschen hoch. Auf jeden Fall, Leute, das war erstmal die Hauptstory von Pokémons Markt. Ja, Junichi Masuda macht immer noch Schwarz und Weiß. Also der gleiche Director. Ja, haben alles gemacht, oder ne? Ja. Ist eigentlich gerade das zweite Käfer-Pokémon in dem Spiel. Ja, Skarbon. Und ja, ja, hier sehen wir einfach alle Pokémon, die hier wir... Hier sind die Band Skarbon von Köln. Hier sehen wir erstmal alle Pokémon, die wir gefangen haben. Ja, Leute, danke erstmal an alle, die das Projekt mitverfolgt haben bis hierher. Auch danke an unseren Co-Host, beziehungsweise Stammgast. Ja, und nee, sonst könnte ich das nicht hier machen. Egal. Ach, egal. Auf jeden Fall, ja, es ist natürlich noch lange nicht vorbei. Werden danach, ja, das erstmal Maike, werden noch Groudon und Kyogre fangen, die erst nach der Pokémon-Liga verfügbar sind. Dann kommt das in den Nachrichten, dass auf irgendeiner Route übelst die Sonne scheint und auf einer anderen Route übelst regnet, und dann muss das gehen, und dann ist da doch Kyogre bzw. Groudon, oder? Ja, und dann werden wir, naja, ich weiß nicht, ob wir sie machen sollen. Es gibt noch eine Gewinns in diesem Spiel, die wir machen könnten. Was mit denen? Also wir könnten erstmal Mew, Deoxys, Lugia und Ho-Oh fangen. Ja, das werden wir vielleicht sogar auch tun. Dann steht eben noch die Kampfzone bevor. Die wir natürlich nicht machen werden, aber wir werden mal hingehen und so. Gibt's ja noch ein Schiff, das auf uns wartet. Und zum Schluss werden wir dann endlich auf den wahren Champ treffen. Toll. Nach dem Sieg über den Champ und die Pokémon-Liga sind weitere Gebiete bei den Meteorfällen verfügbar, und da wartet eben Joy auf uns, sein Level 70er Pokémon. Und wenn wir dafür bereit sind, werden wir da auch hingehen und gegen kämpfen. Aber ja, genießt erstmal den Rest. Leute, wie gesagt, das Projekt ist noch lange nicht beendet, auch wenn er Ende steht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Anderes Projekt, anderer Part, egal. Danke an Lukas auch. Vielleicht wird er sogar danach wieder dabei sein. Ja. Und mal, ja, wo bin ich vielleicht dabei, wenn du machst? Ja, gut. Und ja, vielleicht ist Feuerrot sogar schon gestartet. Wenn ihr das hier seht, ich weiß nicht, wie ich die Upload-Reihenfolge, vielleicht auch ein anderes Projekt. Egal, auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part, im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute, euer FCBM, haut rein und ciao. Ciao.